Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel Additiver Serienprozess für flexiblen Lötstoff-Lack, unser neuer Standard. Ich bin Andreas Schilp, der Moderator des heutigen Webinars der Wirth Electronic Circuit Board Technology und begrüße Sie recht herzlich. Die Referenten des heutigen Webinars sind Jürgen Wolf, Leiter des Advanced Solution Centers, Markus Kennert, Teamleiter Produktion und verantwortlich für Durchkontaktierung, Lötstoff-Lack, Siebdruck und Oberflächen, Hans Fritz, Geschäftsführer der SAT GmbH, Takayuki Hidehira, Executive Vice President von Microcraft. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und neue Erkenntnisse. So, auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Hallo. Und wir schalten die Webcams während des Vortrages ab. Wir kommen später wieder, wenn es in die Fragen- und Antwortenrunde geht. Gut. Hier sehen Sie die heutige Agenda. Mit was werden wir uns befassen? Wir werden zum einen auf das Thema flexibler Lötstoff-Lack grundsätzlich mal eingehen. Was heißt flexibler Lötstoff-Lack? Wir werden das Verfahren kurz vorstellen, mit dem wir aktuell den Lötstoff-Lack auf die Leiterplatte bekommen. Gehen dann rüber zu dem flexiblen Lötstoff-Lack in Additivtechnik. Das heißt, wir werden den Prozessfluss und die Abläufe vorstellen. Wir werden einen kleinen Technologievergleich zwischen klassischen und Additivverfahren anstellen. Und der Hans Fritz von SAT und der Executive Vice President von Microcraft, der Takayuki-san, werden uns dann die Anlage und den Flexlack, den wir hier verwenden, für die Additivtechnik vorstellen. Zum Schluss gibt es noch eine kleine Zusammenfassung und zwischendrin haben wir natürlich wie immer auch noch zwei kleine Umfragen, an denen wir Sie dann rege teilnehmen lassen. Flexlack, ja, was heißt das? Übliche Branchenbegriffe sind, wie gesagt, Flexlack, so sagt man üblicherweise bei uns in der Fertigung. Es gibt aber auch den Terminus flexible Lötstoffmaske oder flexibler Lötstofflack. Der flexible Lötstofflack hat im Prinzip mehrere Funktionen. Zum einen schützt er die Kupferstrukturen im biegbaren Bereich von zum Beispiel Staflex mit außenliegenden Flex, von flexiblen Leiterplatten oder zum Beispiel von Semiflex. Für die, die Semiflex nicht kennen, das ist ein im Biegebereich rückgedünntes FR4, das man in wenigen Biegezyklen biegen kann für Flex-to-Install-Anwendungen. Sprich, man verzichtet hier komplett auf Polyimid und kann dieses rückgedünnte FR4 mit einem gewissen Biegeradius biegen für den Einbau. Hierfür gibt es auch die Möglichkeit, natürlich, dass man mehrfach biegt. Es ist keine dynamische Anwendung meistens, sondern meistens eine Flex-to-Install-Anwendung. Wir müssen trotzdem mit kleinen Biegeradien arbeiten. Wir sehen das später auch nochmal. Und dieser Flex-Lack soll natürlich auch einen definierten Übergang darstellen zwischen dem starren Bereich und dem flexiblen Lötstoff-Lack. Und man kann dadurch auch oft das Polyimid-Coverlay, was doch relativ teuer ist, ersetzen und bekommt hierdurch dann eine kostengünstigere Aufbauvariante. Gehen wir in den klassischen Prozessfluss, wie wir das bisher gemacht. Im Endeffekt werden die flexiblen Lacke aktuell oder bis vor kurzem mit Siebdruck aufgebracht. Und um einen Lack im Siebdruck aufzubringen, muss man im ersten Schritt natürlich das Sieb erstellen. Sprich, hier hat man einen Rahmen mit Gewebe und in diesem Gewebe werden dann gewisse Bereiche dicht gemacht, sage ich jetzt mal, dass man dann im Siebdruck nur die Bereiche mit Lack bedruckt, die man wirklich haben will. Dann muss die Platte vorgereinigt werden. Es kommt zum eigentlichen Siebdruckprozess, wodurch das Sieb der Lack durchgedrückt wird. Der Lack muss anschließend eingebrannt werden und die Siebe müssen anschließend wieder gewaschen werden, sprich, die werden wieder gereinigt und können dann anschließend zwar wieder neu verwendet werden, aber es muss natürlich auch, wie gesagt, gereinigt werden. So, und hiermit gebe ich gleich mal an den Markus weiter. Er hat diesen Prozess bei uns hochgezogen und deshalb ist es mir eine Ehre, dass er auch das Ganze heute vorstellen darf. Auch mir ist eine Ehre. Hallo zusammen. Ich freue mich heute sehr, das darstellen zu dürfen. Zwei Jahre Arbeit, fast drei Jahre Arbeit stecken da dahinter.
Ich referiere heute über den flexiblen Literal Plugin Additive Technik, den Prozessfluss und die Abläufe, die dahinter stecken. Ziehe einen kurzen Vergleich zu der bisherigen Technologie, wo jedes Panel eben manuell bearbeitet werden muss. Und dann anschließend übergebe ich gerne an die Kollegen von SAT bzw. aus Japan von Microkraft, um ihre Anlage und ihren Prozess einmal selbst vorzustellen. Ja, flexibler Literal Plug in digitale Additivtechnik. Das heißt, wir können nur dort, wir sind in der Lage, nur dort zu drucken, wo es notwendig ist. Wir müssen aber trotzdem vorreinigen. Das ist immer notwendig, zum einen eine saubere Haftung haben und auch eine saubere Oberfläche, auf der wir drucken. Der Druck selber findet dann, wie gesagt, statt in einem digitalen Prozess. Der wird auch innerhalb der Maschine sofort UV gepinnt, UV gehärtet, ja, um dann anschließend beim üblichen Einbrennen eben fertig gemacht zu werden. Ja. Einbrennen eine Stunde 150 Grad, das ist der übliche Ablauf für Lötschoplacke, der auch dem Standardprozess sehr ähnlich ist. Ja, wie wird gedruckt? Ja, kurz schematisch mal dargestellt, kurz erklärt, oben grün natürlich das Panel, das bedruckt werden soll, in der Draufsicht, unten in der Seitenansicht dasselbe Panel nochmal die Strukturen. Man hat die Druckköpfe in grau, die jetzt auch schematisch dargestellt sind und hat danach eine UV-Falle und die LED-Quelle, die direkt nach den Druck, nachfolgenden Druckköpfen laufen. Somit wird gedruckt in kleinen Tröpfchen und sofort eben über eine UV-LED angepinnt, so dass es tag-free ist. Das heißt, es ist nicht mehr klebrig und kann danach weiter normal gehandelt werden und der Endoshärtung zugeführt werden. So, prinzipieller Ablauf. Erstens Druckprozess, Abdecken der Kanten. Wir arbeiten also in mehreren Schichten. Zunächst wird die Kante abgedeckt. Ja, beziehungsweise wird im zweiten Prozess dann eben der Rest, die Fläche vollflächig aufgeführt und dann aufgefüllt auf endschichtige. Nachfolgend natürlich läuft die LED nach, pinnt das Ganze an und somit ist es handelbar, auch im automatischen Handling. Hier sieht man mal die Hardware, ja, die LED-Lampe. Sieht man hier, die UV-LEDs mit einer gewissen Wellenlänge, da muss ein gewisses Profil abgefahren werden, was die Energien angeht, also dass eben die Photoinitiatoren im Lack reagieren können. Und hinter dieser Abdeckung leider sieht man jetzt nicht die Druckköpfe, die eben im Moment auf einer Ordnungsstation stehen und dort regelmäßig auch gereinigt werden, beziehungsweise im Standby dort abgesetzt werden, um die Qualität sicherzustellen, dauerhaft sicherzustellen. Das Ganze dann mal live im Druck, ja, einmal in der linken Darstellung von außen, ja, die Bedienseite, wo die Mitarbeiter eben arbeiten. Man sieht unterhalb in diesem Bild das Bedienpanel, danach darauf achten, da findet das Alignment statt, das heißt die Ausrichtung des Panels, die Vermessung des Panels. Am rechten Fenster sehen wir dann den Druck, ja, und zwar die ganze Mechanik, wie das Panel eben dann in verschiedenen Durchläufen gedruckt wird. Ich starte den Film einfach mal und dann sehen wir. Mitarbeiter schaut natürlich, dass wir auf dem Vakuumtisch das Panel richtig abgelegt haben, dass noch keine Ecken abstehen. Danach wird nochmal loser Staub, der unter Umständen oder Rückstände nochmal sichergestellt, dass da nichts auf der Fläche vorhanden ist. Man startet das Programm, leitet die Daten. So, Maschine läuft los, das Panel läuft ein. Zunächst findet das Alignment statt. Wie man unten sieht, im linken Bildrand die Kreuze, Passerkreuze werden angefahren. Die Position wird ermittelt, 4 Passer. Und damit wird auch ein Strumpfdehnverhalten eben abgedeckt, ja, indem man das Bild auch streckt und zerrt. Und dann läuft die Maschine los. Sie druckt also, wie man auch links jetzt im Bild sieht, dann in Streifen. Sieht jetzt ja auch dunkel, wurde der Streifen gerade, der schon bedruckt ist. So. Das Panel wird abgerastert. Das war die Kante. Jetzt kommt die zweite Beschichtung. Endschichtige wird erreicht, wieder in Streifen. Wird gedruckt. Im anschließenden Step wird das Panel nochmal überfahren und eben nur mit UV-Licht beaufschlagt, sodass wir eben
sicherstellen, dass wir tech-free sind. Das heißt, wir können das Panel wie gewohnt handeln, ohne dass wir die Beschichtung beschädigen. Es ist sofort eben handelbar, das ist der große Vorteil. Üblicherweise müssen wir im Siebdruck auf den Rack ablegen, im Ofen eben eine Stunde trocknen, erst dann ist der Lack fertig. So. Kein Schmutz im Flexlack mehr wie vorher, weil er nicht feucht abgelegt werden muss, er ist sofort fertig. Ja, wir haben praktisch Fehlerbilder eliminiert und somit eben eine sehr gute Beschichtung erzeugt, die, wie wir gleich sehen werden, auch noch viel besser ist als die alte. Ja. Ja, nochmal kurz im Überblick. Digitale Additivtechnik, FlexLack, vier Arbeitsschritte. Im Vergleich da nochmal der Siebdruck dazu. Das ist einer mehr, wobei man die Siebherstellung und die Siebkosten eben nicht vernachlässigen darf. Da sind wir im Moment beim Auftrag so bei 150 Euro pro Auftrag schon mal generell. Ja. Plus eben mehrere Tage für die Herstellung und Waschen und Aufbereitung der Siebe. So. Das haben wir eben in digitaler Technik sofort eliminiert und ist nicht mehr notwendig. Ja, jetzt kommen wir zur Vorstellung der Anlage und des FlexLacks selber. Das ist eine Mikrokraftanlage CPQ 7861 mit dem FlexLack Mikrokraft MPJ101 FG20. Auch da haben wir praktisch eine Folgeversion. Wir haben mit FG10 gestartet, heute sind wir bei FG20 und er ist eben ein UV- und thermisch härtbarer Inkjet-Ledger-Plug, der eben gewisse Flexibilitäten und gewisse mechanische Fähigkeiten aufweist, die man sehr gut gebrauchen kann. Jo, und damit übergebe ich gerne an Takasan Takayuki Hidehira als Executive Vice President und Hans Fritz von SAT. Vielen Dank soweit für die Präsentation, sehr gut. Die Firma SAT Elektronik, mein Name ist Hans Fritz. Wir vertreten Mikrokraft in Zentraleuropa, geben das Feedback unserer Kunden, die Wünsche, die Requirements weiter nach Japan. Vice-Präsident besucht uns regelmäßig für die Messe auch. Ja, einen Tag kann ich dich hier. Nice to meet you. Ja, es geht darum, ein System zu entwickeln, was speziell für die beladenen Tinten, also mit Füllern, mit Feststoffen beladenen Tinten, gut funktioniert. Und es geht darum, die Tinten entsprechend zu entwickeln, die dann auch für diesen Bedarf erstens mal geeignet sind, in guter Qualität zu drucken und danach natürlich auch die Spezifikationen erfüllen. Und deswegen auch die Systeme speziell ausgelegt dafür mit Zirkulationssystemen und so weiter und Tintensystemen etc. Mikrokraft hat auch die Möglichkeit, Tinten selbst zu entwickeln und natürlich auch alle anderen hergestellten Tinten zu qualifizieren. Die haben dort ein Labor mit allen Messmöglichkeiten von Pigmentgrößen, Rheology, Viskosität, Dynamic Rheology etc. etc., Regenspannungen und so weiter, um zielgerichtet Tinten zu entwickeln für diese Aufgabe. Und wenn der Kunde irgendeine andere Tinte sich selektiert für irgendeine Anwendung, werden die Tinten dort qualifiziert und auch die Parameter gefunden, genau die Jet-Parameter gefunden, sodass man dann auch in guter Qualität drucken kann und sodass auch die Lebenszeit der Köpfe und die Maintenance von der Maschine dementsprechend sicher wird. Und da bitte ich um das nächste Slide. Ja, die Druckköpfe, die wir derzeit einsetzen von Konica Minolta, sind eine Generation, die auch für beladene Tinten geeignet sind. Dort tut sich viel, dort wird sich in Zukunft auch, werden sich andere Köpfe qualifizieren lassen, auch mit der dementsprechenden, mit dem dementsprechenden Umbau der Tinten. Gut, die Hardware wurde soweit vorgestellt. Wir drucken mit hoher Auflösung, derzeit mit 15 Picoliter, 6 Picoliter, in Zukunft auch mit 3 Picoliter Köpfen, also mit sehr feinen Tropfen oder dann auch mit variabler Tropfengröße. Die Tinte selbst, es gibt verschiedene Tinten von Mikrokraft für flexible Anwendungen, für starre Anwendungen,
Es gibt auch Edge-Resistor, sind wir mit Workstation dran, auch in Zukunft vielleicht das eine oder andere zu digitalisieren. Die Tinten sind UL-zertifiziert, noch nicht sehr lange, aber hat lange gedauert. War nicht so einfach, die richtige Spezifikation zu finden und die richtigen Ergebnisse. Feintuning war erforderlich, aber mittlerweile sind wir da sehr gut im Rennen. Und die Tinten sind auch sehr stabil im System, Shelf Time und auch im System. Und ja, dann schauen wir uns vielleicht nochmal noch die Spezifikationen der Tinten selber an. Im nächsten Slide. Da muss ich, glaube ich, nicht sehr viel dazu sagen. Das ist eigentlich alles selbsterklärend. Die Tests werden im Labor von Microkraft als erstes durchgeführt und gehen dann nach USA, werden dort UL-zertifiziert etc. Eine zweite Seite gibt es noch für diese Spezifikationen und die kann jeder von euch, wie man es braucht, Isolation, Resistenz gegen alle möglichen externen Einflüsse etc. Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass die Tinte dann auch für das Produkt und für die Anwendung später des Produktes geeignet ist, sodass das in Aviation, Automotive etc., Medizin und überall eingesetzt werden darf. Ja, das glaube ich wäre soweit von unserer Seite. Wir geben das Mikrofon zurück an Wirt Elektronik. Wir sitzen hier in Bad Aibling im Nebel. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Hans und Daka-san. Es freut mich wirklich, dass wir euch heute bei uns mit dabei haben dürfen. Es hat sich kurzfristig letzte Woche ergeben, so im Gespräch, und ich finde es wirklich super, dass ihr dabei seid. Ich möchte noch einen Punkt hier jetzt herausheben, warum wir uns genau für den FG20 auch entschieden haben, und einfach um das mal gegenüberzustellen, was wir eigentlich auch alles getestet haben. Und ein Punkt ist, wie gesagt, die Dauertemperaturbeständigkeit bei 125 Grad und was das dann macht mit den Biegeeigenschaften. Also wir lagern in der Qualifikation die Ware zum Beispiel auch aus und schauen nach gewissen Zeiten, wie verhält sich dieser Lack anschließend weiterhin in seiner Biegeeigenschaft. Und wir haben jetzt hier bei diesem Lack gesehen, dass wir selbst nach 500 Stunden immer noch 25 Zyklen den Lack biegen können, und zwar um einen 1 mm Dorn. Das Ganze sieht animiert dann quasi so aus, dass wir wirklich einmal 180 Grad um diesen Dorn herum das Ganze biegen, und es werden dann regelmäßig Musterteile aus dem Ofen entnommen, und man kontrolliert dann nach den Biegezyklen direkt im Biegebereich natürlich, ob Risse auftreten. Und beim bisherigen verwendeten Siebdrucklack, der quasi Industriestandard war, zeigen sich eben bereits nach 250 Stunden im Ofen dann Risse in dieser Biegebeanspruchung. Und der jetzige Lack, wie man sieht, der ist auch nach 500 Stunden noch wirklich top zum Einsetzen. Dementsprechend haben wir hier einen riesen Performance-Gewinn durch diesen Lack im Endeffekt bekommen. Wir kommen jetzt zur ersten Umfrage. Wenn wir in unsere aktuellen Design Rules reinschauen, dann haben wir einen Abstand quasi vom Staflex-Übergang zu den ersten Kupferstrukturen im starren Bereich von 1 mm oder 1000 μ bei uns aktuell im Standard. Es gibt auch noch einen Advanced-Bereich, das sehen wir nachher. Aber das ist natürlich schon einen gewissen Bereich, den man einfach gebraucht hat in der Vergangenheit aus der Kombination, eben dass wir mit dem Sieb diesen Flexlack aufdrucken, und jeder, der sich mit Siebdruck ein bisschen auskennt, weiß, dies ist einfach nicht sehr genau. Wir haben sehr hohe Toleranzen im Siebdruck, und wir werden durch den neuen Prozess hier besser. Die Frage, die wir jetzt Ihnen stellen: Welchen Wert wünschen Sie sich denn für einen neuen Prozess zur Unterstützung der Miniaturisierung? Das heißt, wie groß wünschen Sie sich den Abstand Kupfer zum Staflex-Übergang? Und jetzt bitte ich den Andreas, die Umfrage einzublenden. So, Sie haben quasi die Auswahlmöglichkeiten. 1000 μ, reicht Ihnen das, was wir bisher haben? Dann haben wir 750 μ, 500 μ, 400 μ und kleiner als 400 μ.
Ja, wir haben schon über 50% Teilnahme. Wir warten noch ein bisschen, damit Sie alle noch die Chance haben, sich zu beteiligen. Und anschließend werden wir auch das Ergebnis dieser Kurzumfrage präsentieren. Ja, noch 3 Sekunden. 2, 1, 0. Ich schließe die Umfrage und übertrage das Ergebnis. Ja, Jürgen, was sagst du dazu? Ich denke, das ist eindeutig, ne? Also die Zuhörerschaft wünscht sich 500 Mü. Das ist sozusagen im Standard eine Halbierung mit 64%, gefolgt dann eben von 750 Mü und 400 Mü. Das ist doch ein schönes Ergebnis, schöner Wunsch. Dann schauen wir direkt mal rein. Kommen wir zu den Designregeln, wie wir es bisher hatten. Wie gesagt, Sie finden bei uns auf der Webseite die Design Rules für die unterschiedlichen Technologien, in denen der FlexLAG eingesetzt wird. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal die Design Rules für einen 1F XAI rausgeholt. Dort finden Sie dieses schöne Schaubild und in diesem Schaubild finden Sie den Parameter G. Das ist der Abstand Star zu Flex, also der Star-Flex-Übergang zu der Kupferstruktur, der bisher im Standard mit 1 mm angegeben ist, bei erhöhten Anforderungen mit 800 μ. Wie gesagt, das kommt einfach durch die Toleranzen im Siebdruckprozess. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass der Flexbereich sicher überdruckt wurde. Und wir müssen genauso aber sicherstellen, dass eben die offenen Kupferstrukturen hier nicht angedruckt werden. Durch das neue Verfahren haben wir es geschafft, speziell bei den erhöhten Anforderungen das Ganze auf 400 μ zu reduzieren. Sprich, wir haben hier eine Reduktion um 50%. Den technischen Standard haben wir jetzt aktuell auf 800 μ gesetzt, wobei wir hier natürlich auch weiter dran arbeiten. Das sind die aktuellen Regeln. Und wenn ich das so vergleiche mit der Umfrage, es hat ja die 500 μ haben geführt. Das heißt, mit den erhöhten Anforderungen erfüllen wir die 500 und 400 μ-Forderungen, die Sie sich wünschen. Und im technischen Standard, die 800 μ, die sind nicht so weit weg von den 750 μ. Dementsprechend freut es mich, dass wir hier eigentlich genau auch Ihre Anforderungen zukünftig treffen können. Diese höhere Genauigkeit sieht man auch hier in diesem Beispiel. Man sieht, man kann wesentlich näher nun an die entsprechenden Pads kommen. Der Bereich kann wesentlich besser ausgenutzt werden, da einfach die Abstände FlexLAG zu Kupfer und somit die Überlappung FlexLAG zu starrem Lötstopplack reduzierte Abstände zulässt. Diese reduzierten Abstände führen natürlich auch dazu, dass man die aktive Fläche im starren Bereich wesentlich besser nutzen kann zukünftig. Und das Ganze ist natürlich im Sinne der Miniaturisierung sehr vorteilhaft. Und wie gesagt, wir arbeiten an weiteren Reduktionen. Das Ganze wird sich weiter zusammenziehen, sodass wir dann zukünftig mal schauen, wann da noch weiter reduzierte Design Rules entsprechend verkünden dürfen. Ja, gucken wir uns mal das Ganze im Schliff an. Ja, Schichtdicken ist immer interessant. Kantenabdeckung ist für einen Lötschelblock immer interessant. Speziell die Kupferstrukturen auf dem Flexbereich müssen natürlich sicher abgedeckt werden mit einer Durchschlagsfestigkeit laut IPC von mindestens 500 μ. Wir verkaufen da immer ein bisschen mehr, auch noch, das ist kein Geheimnis. Und wie wir sehen, ist ein sehr sauberer Verlauf. Wir sind auf der Fläche da jetzt zwischen Strukturen so um die 50 μ unterwegs. Das ist sehr ähnlich dem bisherigen Siebdruck. Und auf der Kante haben wir immer einen super Wert von 25 μ bei 25 μ, 15 μ bei 25 μ auf der Kupferfläche. Ja, das ist eine sehr homogene Beschichtung, die sicherlich heute dem absoluten Siebdruckstandard mehr als entspricht. Auch dort haben wir mit Inkjet und mit digitalen Additivtechnologien eben eine riesen Spielwiese, wie gesagt, Kanten selektiv zu drucken, homogen zu drucken, aber halt auch so viel Lack an der richtigen Stelle haben zu können, wie wir wollen und nicht physikalisch abhängig zu sein von einem Siebdruckverfahren.
das Ganze auch in der Überlappung zum starren Lötscherplug. Wie man sieht, hier hat man jetzt die 45 µ auf der Fläche, hat einfach damit zu tun, dass uns natürlich dort eben das Potenzial des Inkjets voll zum Tragen kommt. Mit 23 µ in Überlappung auf dem Lötscherplug sind wir dort auch sehr, sehr gut unterwegs. Und auch dort haben wir eben eine riesen Spielwiese, die wir gerade erst beginnen kennenzulernen, sagen wir mal so, oder erst mal kennengelernt haben. Wenn man mal den Prozess vergleicht, konventionelle Siebdruckverfahren zu digital additiv, haben wir verschiedene Punkte, die wir uns betrachten. Sicherlich, wie eingangs schon erwähnt, die Anzahl der Prozessschritte. Die Anlagenkosten sind sicherlich immer relevant, für uns zumindest als Hersteller. Die Lackkosten ebenso. Kosten für die Siebherstellung und Kosten für die Siebreinigung haben wir heute auch zu verbuchen. Wenn man mal Richtung Nachhaltigkeit schaut und schaut nach Ressourceneinsatz, haben wir eben das Thema Lackanfall, genauso wie das Thema Energieaufwendung, die wir gerne mal gegenüberstellen wollen. Sicherlich ist konventionell, wie man schon sieht, die Anzahl der Prozessschritte ist sehr viel höher. Wir verlieren dadurch natürlich auch relativ viel Zeit, die wir leider nicht dem Kunden zugutekommen lassen, indem wir schneller liefern, sondern eben 2 bis 3 Tage geht schon mal für die Siebherstellung drauf. So, das müssen wir vorausplanen. Das heißt, wir müssen darauf reagieren und eben im Voraus schon Siebe möglich machen. Dadurch schränken wir uns natürlich ein bisschen ein, was unsere Fertigung angeht. Digital additiv haben wir das Thema nicht, weniger Prozessschritte, digital, keine Siebherstellung. Die Daten gehen direkt auf die Maschine. Ab Triggerpunkt, der sehr viel weiter nach hinten liegt, als wir es beim Sieb brauchen, um die Siebdaten eben zu generieren. Die Anlagenkosten, ja, sind im konventionellen nicht zu unterschätzen. Ja, da hat man einen Ofen, da hat man eben die Siebherstellung, hat die Siebdruckmaschine. Digital additiv ist es aber sehr viel teurer. Ja, natürlich, ja, die Maschinentechnik ist eben sehr viel filigraner. Ein Druckkopf kostet 10.000 bis 15.000 Euro, einer so. Ja, das sind natürlich Kosten, die wo wir in der Digitalisierung mit dem digitalen Prozess natürlich haben. Ähnlich sieht es bei den Lackkosten aus. Konventionell ist ein, wie gesagt, konventionell sagt schon, ist ein konventionelles System. Das ist erprobt, das ist, wird in größeren Mengen hergestellt, die Lacke. Ja. Wobei man eben bei digital additiv Tinten so eben sprechen davon, dass wir dort sehr viel kleinere Mengen benötigen. Ja, und es eine sehr, sehr neue Technologie ist, wo wir eben Pionierstatus haben. Das bedeutet eben, dass natürlich auch der Lack relativ teuer noch ist. Wenn wir das jetzt ausrollen und über alle Werke ausrollen, vielleicht auch wird es dementsprechend anders, das wissen wir aber nicht. Kosten-Siebherstellung, ja, das ist sehr teuer. Im Moment sind es 150 bis 160 Euro pro Auftrag, egal welche Auftragsgröße, plus ein Siebhandling, plus Transport. Da haben wir natürlich den absoluten Mega-Vorteil, was digital additiv angeht. Keine Siebe, keine langen Fahrtstrecken. Die Daten gehen, wie gesagt, direkt auf die Maschine und werden sofort umgesetzt. Ähnlich ist es dann mit der Siebreinigung, entfällt natürlich digital additiv. Wir haben das ganze Siebhandling nicht. Wir haben weniger Müll, weniger Abfall, weniger Fahrten, weniger Kosten. Ja. Lackabfall selber haben wir natürlich auch. Zum einen bleibt Lack im Sieb hängen. Wir drucken vollflächig auf. Ja, das natürlich schwierig ist. Das heißt, wir haben relativ viel Lackabfall in konventionellen Technologie, weil wir es eben subtraktiv machen. Hingegen haben wir den großen Vorteil, dass wir eben digital additiv sehr wenig Lackabfall haben, ja, beziehungsweise gar keinen. Ja. Wie gesagt, wie der Fritz von SAT schon gesagt hat, der Lack läuft in der Zirkulation, das heißt, er wird wiederverwendet, beziehungsweise wird eben nur dort gedruckt in der Menge, wo es auch notwendig ist und wird nichts verschwendet. Die Energieaufwendung selber ist sehr viel besser bei digital additiv, ja, weil wir eben direkt drucken, keine Zusatzkosten haben, keine Ressourcen verschwenden durch Fahrtkosten, Siebherstellung, irgendwelche Rahmen und so weiter. Die werden alle nicht gebraucht. Insgesamt muss man dann als Fazit eben ziehen, Anlagen und Lackkosten führen zu einem kostenneutralen Prozess. Das heißt, es wird leider nicht sehr viel günstiger, dafür werden wir natürlich sehr viel besser.
Was wir natürlich werden, und das ist auch heute sehr zeitgemäß, wir sind sehr viel nachhaltiger mit dem digital-additiven Prozess unterwegs, weil wir eben energetisch und auch ressourcentechnisch sehr darauf achten, nur dort Energie und Ressource einzusetzen, was notwendig ist. Ja, Andreas, führt uns zur nächsten Frage. Ja, die nächste Umfrage steht an. Und zwar wäre von uns die Frage, die uns brennend interessiert, die uns da in 2 Jahren auch entwickelt haben und uns gerne noch weiterentwickeln möchten, welche weitere Entwicklung Sie sich von Wirth Elektronik zum Thema Flexel wünschen würden. Hierbei ist es so, dass wir verschiedene Möglichkeiten, Antwortmöglichkeiten haben. Flexlack als Coverlay-Ersatz auf innenliegendem Flex ist ein Thema, das wir haben. Flexlack mit noch geringeren Strukturabständen, wenn das der Wunsch ist, bitte dorten Häkchen setzen. Flexlack ersetzt auch den Lötscherblack im Startbereich, generell möglich. Es ist ein Lötscherblack, der dieselben Anforderungen erfüllen muss. Gibt es weitere, die wir noch nicht genannt haben, weitere Wünsche, dann bitte in der Fragebox ausformulieren, sodass wir die auch beantworten können, die Fragen. Vielen Dank. Ja, wir haben im Moment etwa ein Drittel der Teilnehmer, die Wünsche haben und formuliert haben. Jetzt geht es aber zügig vorwärts. Wir nähern uns den 50%. Ich schlage vor, dass wir noch 5 Sekunden warten. Wenn Sie also noch Wünsche haben, dann teilen Sie uns die bitte jetzt mit. Dann werde ich die Umfrage schließen und Ihnen wieder das Ergebnis präsentieren. So, das Ergebnis ist auch wieder sehr interessant. Dieses Mal gewinnt hier das Thema Flexlack, ersetzt auch den Lötstopplack im Starrbereich, sodass man quasi in einem Druck Starr und Flex zusammendruckt. Das ist definitiv ein Thema, das man auch bei uns adressieren kann. Flexlack als Coverlay und Flexlack mit geringeren Strukturabständen sind genau gleich auf. Und so wie es aussieht, haben wir mit diesen 3 Themen auch schon die meisten Themen getroffen. Es gibt noch 1, 2 weitere Ideen mit 3%. Die schauen wir uns dann anschließend auch noch an. Gut, dann springen wir zurück in die Präsentation. Alles klar. Ja, kommen wir zur Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Flexibler Lötscherblack applizierte über Inkjet. Ja. Stellt eine digitale additive Technologie dar. Das ist in aller Munde, das ist zukunftsträchtig und wir denken, dass wir das noch sehr viel weiter ausbauen können, wie Hans Fritz schon meinte. Es gibt sicherlich Ads und Galvanoresiste, aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, die wir sicherlich im Hinterkopf haben. Also das ist die Technologie der Zukunft. Sie erfüllt alle gängigen Spezifikationen für flexible Lötscherplacke. Für Lötscherplacke allgemein, also flexible Lötscherplacke, daher die Ergänzung um flexibel, weil wir eben auch die Biegebeanspruchung darstellen können, 25 Zyklen nach 500 Stunden, erst knickfähig. Das ist auch eine Empfehlung an der IPC, die eben unter Umständen wichtig ist, also er kann da sehr viel ab. Ich habe Versuche gemacht, die bis 100 Biegezyklen gehen, das heißt, er kann 100 bis 150 Biegungen, ja, dann fällt er aus, ja, da haben wir natürlich eine harte Prüfung angesetzt, aber das kann er, also er ist super, er zeigt eine super Performance, und erfüllt somit auch alle Beständigkeiten, alle Lötfähigkeiten, die wir haben muss. Er bietet minimale Dickenvariationen, das heißt, er ist sehr homogen und ich kann ihn eben, wie gesagt, dort flexibel einsetzen und variabel einsetzen in Schichtdicken, die bis heute undenkbar waren in klassischen Verfahren. Vor allem was Kupferstrukturen und Abdeckung angeht, ist er sehr gut. Er kann mit Kennzeichendruck kombiniert werden im Flex-Bereich. Manchmal schwierig, ich weiß, die IPC ist da kritisch. Allerdings, wir sind in der Lage dazu, wenn es gewünscht ist. Er fördert höhere Designfreiheiten durch halbierte Abstandsforderungen im Vergleich zu konventionellen Siebdrucklacken. Da ist sicherlich noch Potenzial, das wir natürlich versuchen zu heben. Aber er ist dort, wie wir eingangs vorhin gesehen haben, das Bild, also da waren wir bei 200 oder 300 µ Abstand der Kupferstruktur. Das war schon eine sehr herausfordernde Leiterplatte, die wir da gedruckt haben. Aber
wir sind in der Lage, auch dort Lösungen zu generieren, wo es notwendig ist. Er bietet höhere Zuverlässigkeit bei höheren Belastungszyklen. Das bedeutet, er ist von den Wiegefähigkeiten sogar besser als der Standardlack, einmal nach künstlicher Alterung, aber auch im ungealterten Zustand. Das heißt, wir haben ein richtig tolles Produkt, das wir hier eben unseren Kunden anbieten können. Ja, gibt es weitere Applikationen, die notwendig sind? Gibt es Wünsche für die Zukunft? Bitte gerne unsere Flex-Experten kontaktieren. Adresse sehen Sie hier. Telefonnummer ist auch da. Ich freue mich sehr auf neue Anforderungen, auf neue Herausforderungen und freue mich, bald von Ihnen zu hören. Damit, ja, Andreas, wären wir am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit von meiner Seite. Ja.